Hallo ihr Lieben, ihr seid ja jetzt auch schon eine Weile zu Hause und habt bestimmt auch ein bisschen Langeweile. Bald steht es Muttertag vor der Tür und dann habe ich mir überlegt, vielleicht könnt ihr was zum Muttertag basteln. Ich habe mir gedacht, dass man das am besten mit Sachen macht, die wir vielleicht eventuell alle zu Hause haben. Dann braucht man nicht extra los, irgendwas besorgen, sondern sucht sich das einfach zusammen. Da spart man sogar noch ein bisschen Geld. Ich habe mir überlegt, wir basteln einen Bilderrahmen. Beziehungsweise wir bekleben einen Bilderrahmen. Das ist ganz einfach, das könnt ihr vielleicht auch mit euren Papas machen. Und einen Bilderrahmen hat fast jeder von uns noch irgendwo im Keller rumliegen oder wenn nicht die Nachbarn, die Omas, wie auch immer. Und dann kann man einfach mal gucken, was hat man so in seinen Bastelkisten, was kann man raufkleben. Ich habe bei mir selber auch mal geguckt, bei mir sind dann so Sachen wie irgendwelche Blümchen habe ich da gefunden, Goldsteinchen und das ist so Holz mit Gold. Man kann natürlich auch einfach irgendwie aus Filz oder aus Papier ein paar Blümchen malen, ausschneiden, aufkleben, ein paar Steine, Perlen, Schleifen, wie auch immer. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Und anschließend könnt ihr ein schönes Bild reinmachen oder ein gemaltes Bild, ein Bild von euch, mit euren Geschwistern, mit eurer Mama, wie auch immer. Viel Spaß dabei, kreativ zu sein. Am besten klebt ihr das mit einer Heißklebepistole, das hält am besten. Und ich werde euch dann auch meinen fertigen Bilderrahmen beklebt dann natürlich zeigen. Viel Spaß! So, jetzt bin ich fertig mit meiner Kreativität und habe zwei Bilderrahmen gebastelt, die ich euch gerne mal zeigen möchte. Vielleicht könnt ihr ja ein paar Ideen mitnehmen. Ich zeige euch das einfach mal. Hier ist eine Variante mit ein paar Blümchen und ein paar Herzen, ein bisschen Gold. Fand ich ganz nett. So, und meine andere Variante ist ein bisschen maritim. Mit Muscheln und Steinen und ja, da kann man sicherlich noch ganz viele andere Sachen machen, dass man noch ein paar Schiffe, wenn man welche hat, aufklebt zum Beispiel. Da gibt es bestimmt noch ganz viele Sachen, die man damit machen kann. Ich hoffe, sie gefallen euch und habt selber ganz viel Spaß jetzt beim Kreativsein. Bis dann, tschüss!